meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Thomas Iffer Garage. Heute für wahrscheinlich sehr viele eine weitere Folge zum 311er Coupé. Ihr habt das ja sicherlich schon anhand des Thumbnails bzw. des Videotitels gesehen, dass es heute tatsächlich ein bisschen um was geht. Deswegen habe ich das Coupé auch extra auf die Bühne geschoben, um eben das, was da jetzt so kommt und jetzt im Anschluss an dieses Video passiert, entsprechend vorzubereiten. Die meistgefragte Frage bei jeder Umfragegeschichte, bei jedem Livestream, den ich gemacht habe, was auch immer, betraf eigentlich immer dieses Coupé. Wann jetzt weiter? Wie sieht's aus? Wie ist der Stand? Und so weiter und so fort. Also das ist wirklich mit Abstand das, was ihr am meisten zu dem Thema hier wissen wollt. Was ich auch verstehen kann, denn wenn wir uns dunkel zurückerinnern, hat mit Handyvideos dieser Kanal mit diesem Auto hier angefangen. So, wir sind zurück. Wie ihr seht, er steht noch auf dem Hänger. Wir laden jetzt in Ruhe ab und dann gucken wir mal, was wir hier gekauft haben. Ihr wisst, was in der Zwischenzeit so ein bisschen passiert ist hier. Nicht nur bei mir privat, persönlich, sondern hauptsächlich halt beruflich. Und das war so ein bisschen der Hauptgrund in der Vergangenheit, warum an diesem Auto dann mit der Selbstständigkeit hier von der Iffer Garage einfach nicht mehr so viel passiert ist. Ihr müsst euch halt vorstellen, klassisch, jeder weiß, was er im Monat netto aufs Konto überwiesen kriegt. Jeder weiß, was er dann in der Regel für Abgaben hat. Strom, Miete, Unterhalt, was auch immer, Bier. Und was am Ende des Tages so übrig bleibt. Und was man dann eben so in sein Hobby investieren kann. Als ich meinen alten Job noch hatte, wo ich jeden Monat am 10. mein Geld auf dem Konto hatte, sicher, vielleicht wenn man Feiertag war, einen Tag später, aber ich hatte es immer fest auf dem Konto. Das bedeutet, ich konnte jeden Monat, sage ich mal, hier vernünftig planen. Wenn ich Teile gesehen habe, Teile kaufen. Weil ich ja wusste, nächsten Monat am 10. gibt's wieder Geld. Jetzt hat sich aber, wie gesagt, bei mir beruflich halt ein bisschen was verändert. Und ich glaube, wenn eine Selbstständigkeit so einfach wäre, dass man sagt, ich bin selbstständig, ich habe jetzt alle Zeit der Welt, dann würden das echt viele machen. Und genauso war es natürlich bei mir entsprechend nicht, beziehungsweise so wie es klassisch ist, wenn man sich selbstständig macht. Man hat viel um die Ohren, man geht viel arbeiten und versucht natürlich, wenn man schon den ganzen Tag das macht, was man hobbymäßig gerne macht, die Familie am Wochenende entsprechend oder an Feiertagen und Urlaub und so weiter nicht zu vernachlässigen. Der Hauptgrund aber eigentlich, warum es eben hier nicht weiterging, ich habe das oft betont zu sagen, ist eben, dass mir hauptsächlich als Privatperson, der dieses Auto gehört, das Geld. Weil ich eben nicht mich hinstellen kann und sagen kann, okay, ich investiere jetzt hier mal 2000 Euro in, was will ich, die nächste Baustelle. Weil ich eben nicht weiß, ob ich diese 2000 Euro nächsten Monat nicht lieber für was anderes gebraucht hätte. Ja, also ganz klassisch, je nachdem wie viele Bestellungen reinkommen, je nachdem wie gut es läuft, muss ich natürlich auch ein bisschen austarieren. Und da ist es natürlich gerade jetzt privat schwierig, irgendwo Geld abzuzwacken, weil ich ja nur so viel Geld verdienen kann, wie ich gut gearbeitet habe, so möchte ich es jetzt einfach mal sagen. Und genau aus diesem Grund habe ich für mich die Entscheidung getroffen, und ich betone das nochmal, als Privatperson dieses Auto abzugeben. Und bevor jetzt alle da schreien und und das kannst du doch nicht machen und was weiß ich was, ich habe es euch jetzt gesagt, wie gesagt, die Zeit ist so ein bisschen das eine, aber hauptsächlich geht es mir halt so persönlich ein bisschen eben um das private Geldthema, ja. Wir sind immer offen und ehrlich und transparent zu allen Themen hier. Es einfach nicht zulässt, eben jetzt zu sagen, okay, pass auf, nächste Stufe können wir jetzt einläuten und ja, entweder hole ich mir das hier bei Santander, was ich sowieso nicht kriege, weil ich ja jetzt nur, wie gesagt, selbstständig bin und so weiter und es wird schon irgendwie werden, ja. Das ist eben, wie gesagt, wenn du die Sicherheit eines festen Jobs nicht hast, echt schwierig, da so ein gewisses Risiko einfach zu gehen. Bevor ich euch gleich dann denjenigen vorstelle, der das Thema hier erworben hat, und ich hoffe, ihr seid zu dem mindestens genauso fair wie zu mir, will ich euch eigentlich nur mal noch ein paar Sachen zeigen, die mir jetzt so über die Zeit, und wir haben jetzt nur wirklich lange nicht draußen gehabt, so ein bisschen hier am Auto aufgefallen sind. Zuallererst ist mir schwerwiegend aufgefallen, ja, wie viel Zeit vergangen ist, dass zwar eine Zündung von mir schon drin ist und auch entsprechende Spulen und so weiter, auch das schöne Silikonkabel, aber zum Beispiel noch eine, in Anführungszeichen, originale Lichtmaschine. Ja, also da, das ist schon mal vollkommen untypisch. Dann ist hier im Innenraum ein Jarnisch gepulvert,
wenn wir so wollen. Das, auch das ist so ein Thema, ja, das habe ich ja jetzt, ist ja Hobby von mir jetzt mittlerweile hier. Und das irritiert mich schon mal schwerwiegend. Und auch das Thema, dass ich halt blöderweise auf dieses Auto dort 4 aufgekippt habe und eben nicht dort 5. Soll heißen, es sind wirklich etliche Geschichten und Zeiten hier schon ins Land gegangen, wo ich eben sage, Mensch, naja, das würdest du heute schon irgendwie anders machen. Also ich befürchte fast, dass die ein oder andere Sache hier auf jeden Fall nochmal überarbeitet werden muss, weil sie eben nicht auf dem Standard ist, wie ich ihn jetzt so ja, machen, tun, wie auch immer empfehlen würde. Ansonsten, der aktuelle Ist-Zustand mit der Einschränkung, dass es eben jetzt hundedreckig ist, ist eben der, dass das Auto fertig zum Lackieren ist. Das heißt, alle Arbeiten, die jetzt am Unterboden und so weiter getan werden mussten, sind getan. Alle Arbeiten, die jetzt, was den Heizungskasten und so weiter anbelangte, getan werden mussten, um eben, sagen wir mal, nach dem Lackieren nicht noch an der Karosse rumzuschneiden und zu schweißen, sind alle passiert. Ich hatte extra den Grill mal reingehängt, habe extra ja, diesen Mittelstich oben festgeschraubt, einfach um zu gucken, passt das so von den Spaltmaßen her und so weiter. Das ist alles passiert, ja, wir hatten die Kotflügel gebürtelt, das hattet ihr gesehen, das haben wir hinten gemacht, vorne gemacht und so weiter. Also als nächstes steht wirklich Lackieren an. So, und wer jetzt denkt, und da komme ich wieder leider Gottes auf dieses Geldthema zu sprechen, dass du so eine Lackierung hier wie vor 20 Jahren, als ich hier meinen blauen lackiert habe, dass du hier mal so mit 1000 Euro hier für Kasten Bier so ein Auto lackierst, der liegt halt gehörig falsch. Das ist und bleibt definitiv Fakt. Das, ja, so, Punkt, Ausschuss, Ende. Wir bewegen uns hier wirklich im Bereich, wenn das sehr ordentlich gemacht werden soll, mit Muss so um die 5000 Euro. Wirklich jetzt. Also ich würde eher sagen mehr. Weil ich möchte halt gerne die Kotflügel hinten noch ein bisschen anders bearbeitet haben. Und ich könnte mir vorstellen, wer jetzt die Videoreihe verfolgt hat, der weiß das, dass die ein oder andere Stelle Karosserie bautechnisch auf jeden Fall nochmal nachgearbeitet werden muss. Und ich möchte so ein Auto natürlich, und das wollte ich auch in der Vergangenheit nicht, jemanden anvertrauen, der das noch nie gemacht hat. Weil das Auto hat so viel Wert, also nicht nur emotional, sondern auch wirklich zwischen Daumen und Zeigefinger, aus meiner Sicht, dass du eben nicht irgendwie jeden Hinterhof Lehrlingskollegen da hier irgendwie dran lassen willst, der dann sich mal an dieser Geschichte hier versucht. Und wenn es dann halt scheiße wird, dann, naja, hupsi, ja, ist halt blöd dann. Und genau deswegen wollte ich das immer halt jemanden machen lassen, der da sowas hauptberuflich macht, der schon mal 1, 2, 3 Coupés lackiert hat und so weiter. Und diese, ich nenne es jetzt einfach mal so, Spezialisten auf dem Gebiet haben nun mal ihren Preis. So, Punkt, Ausschuss, Ende. Da könnt ihr jetzt davon halten, was ihr wollt und sagt mir gerne eure Meinung dazu, wie ihr das machen würdet. Aber das ist definitiv meine Meinung zu diesem Thema. Was jetzt so, sagen wir mal, das Risiko einer, naja, ich sag jetzt mal, günstigeren Lackierung bei einem eigentlich ja schönen und auch nicht ganz günstigen Auto anbelangt. Gut, das vielleicht so als kleine Zwischeninfo zu dieser Thematik. Es ist jetzt die Zeit dran, jawohl. Und ich warte jetzt noch 5 Minuten und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Aber man muss schon sagen, meine Herren, Gesangsverein, ist das ein Brett. Jedes Mal, wenn ich das Auto hier vorzottle, und das passiert tatsächlich nicht jetzt so oft, alle Katze, das Ding wirkt 27 Meter lang. Das ist nicht normal, echt nicht. Und wie gesagt, hier ist noch keine Kontur dran durch die Zierleisten und so weiter und so fort. Hier ist noch nichts bis zu Ende gedacht. Es ist einfach echt Wahnsinn. Und die Bilder muss man mal, glaube ich, so ein bisschen irgendwie auf sich wirken lassen. Wahnsinn. Gut, ich will euch, was das Thema anbelangt, nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe das in der Instagram-Story ja auch schon mal gesagt oder geschrieben. Pay your sold und so weiter. Und ja, der neue Besitzer von dem Coupé sitzt vor euch. Aber nicht als Privatperson, sondern als Firma. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Das bedeutet,
Ich habe das Auto, wenn wir so wollen, als Einlage, betriebswirtschaftlich gesehen, eingebracht. Warum ich das gemacht habe, muss ich euch, glaube ich, im Detail nicht so richtig erklären. Jeder, der sich so ein bisschen betriebswirtschaftlich auskennt, der weiß, wo das ganze Thema hin abzielt und warum ich das gemacht habe. Thomas IFA Garage als Kanal, als Firma, die von genau solchen Projekten hier einfach lebt, hat die Kapazitäten. Vielleicht auch nicht jeden Monat, so wie in der Vergangenheit, um Gottes Willen. Aber jetzt als fester Bestandteil dieser Firma, als Anlagevermögen, das nur sehr, sehr schwierig wieder zu veräußern ist und damit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch für immer in dieser Firma bleibt und bleiben muss. Das ist auch gut so, das stört mich auch nicht, weil ich tatsächlich nicht vorhabe, dieses Auto jemals zu verkaufen. Aber wie gesagt, es ist halt wesentlich einfacher, dieses Auto, welches dann für die IFA Garage so ein bisschen als Promotion-Fahrzeug, wenn wir das so nennen wollen, oder Musterfahrzeug so ein bisschen gelten soll. Schließlich, wie gesagt, hat alles damit angefangen, hat das tatsächlich mehrere Vorteile, die ich als IFA Garage dahingehend auch ausschöpfen will. Und das ist insofern für euch gut, weil ihr neuen Content zu diesem Auto kriegt. Und natürlich auch, und es damit endlich weitergeht, hoffentlich es dann nicht in der Regelmäßigkeit wie früher, das will ich gleich sagen, aber vielleicht so als kleine Zwischeninfo, definitiv jetzt am Auto weitergeht. Und der junge Mann, auf den ich jetzt warte, ist nämlich genau der Lackierer und Karosseriebauer, mit dem ich in der Vergangenheit bei uns aus der Coupé-Gruppe schon mich ausgetauscht und kurzgeschlossen habe. Also das ist eine klassische Oldtimer-Restaurationsfirma aus der Nähe von Magdeburg, die eben sich diesem Fahrzeug hier annehmen. Also mindestens ein unserer Coupé-Freunde aus dieser WhatsApp-Gruppe, die wir da haben, hat das Auto schon bei ihm lackieren lassen. Und das wäre auch nicht das erste Coupé, was dort vom Band gerollt ist. Und genau das war mir persönlich halt wichtig, dass die Leute, die dieses Auto hier anfassen, wissen, welche Handgriffe sie hier wie wo zu machen haben. Und das am Ende des Tages halt einfach gut wird. Lasse ich das Auto hier für 3.000 Euro in Polen lackieren oder für 4.000 Euro wollte mein Pole damals haben und es ist am Ende nicht schön, was mache ich ihn dann? Da stehen lassen? Nee. Sagen hier, machst du alles nochmal? Ja, können wir machen. Ob es dann besser wird? Am Ende des Tages hat immer der Pole das Auto als Wand. Und das meine ich jetzt nicht irgendwas Zwischenzeichen oder so. Nee, jetzt einfach so. Um das Prinzipielle. Wenn wir den 353 lackieren wollen und der wird nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben, naja, da bleibt es in Anführungszeichen eine 353, denn ihr habt es gefühlt 20.000 Mal mehr als dieses Auto. Und von daher ist das jetzt der Weg, den ich dahingehend hier einschlagen will bei dem Auto. Ich habe auch im Auto selber die ganzen Aluleisten, Zierleisten und so weiter, die ja entsprechend auch noch ein bisschen poliert werden müssen und so weiter. Das machen die Jungs alles mit, beziehungsweise haben Connections, wo die das machen können und so weiter. Weil auch da ist ja immer so das Thema. Du gibst so eine Leiste weg, wo du weißt, die gibt es einfach nicht nochmal. Und wenn derjenige, der die da irgendwo im Hinterhof für 20 Euro poliert, nicht wiederbringt, dann bist du einfach am Arsch. Und das ist genau eben der Grund, warum ich sage, okay, pass auf, so eine Geschichte machst du genau nur einmal im Leben. Ich habe jedenfalls nicht vor, dieses Auto oder so ein Auto, auch kein 311er generell, in der Form, so wie jetzt hier das passiert ist, irgendwie nochmal aufzubauen. Definitiv nein, das fällt absolut sowas von aus. Von daher könnt ihr euch da sicher sein. Und ja, einfach nur nochmal, wie gesagt, für euch den Hintergrund dieses ganzen Gedankenspiels, was da hier in meinem Gehirn so rumschwirrt. Gut, ich warte jetzt noch, bis dann hier das Gespräch entsprechend stattfindet. Ich werde natürlich fragen, ob wir dort vor Ort dann auch mal ein Video drehen können, ob wir da uns mal umgucken können in der Firma und so weiter. Das weiß ich alles noch nicht, das sind alles so Themen, um die es halt heute in dem Gespräch gehen soll. Und ich freue mich da jetzt auch riesig drauf, dass es halt jetzt hier auch ein bisschen weitergeht. Ich betone aber nochmals, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, erwartet jetzt nicht, dass hier jeden Monat ein Video kommt, weil ich halt schlecht einschätzen kann, wie schnell sind die und so weiter. Und ich habe auch gleich gesagt, ich habe, was das Projekt anbelangt, keine Zeitnot. Das deckt sich halt einfach so ein bisschen mit der ganzen Geschichte, dass eben auch die IFA Garage nicht in der Lage ist, hier jeden Monat 10.000 Euro in das Auto reinzubuttern. Also wenn das so wäre, dann ja, hätte ich schon einen Kameramann und noch 12 Angestellte hier oder sowas. Ja. Gut, wir verstehen uns. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe auch, ihr freut euch genauso wie ich, dass es jetzt, wie gesagt, endlich ein Schritt in die richtige Richtung gegangen ist und ihr hier hoffentlich bald wieder ein bisschen Coupé-Content entsprechend
seht. Gut, damit ist es tatsächlich schon alles für diese kleine Schnurbelfolge hier. Mehr wollte ich euch nämlich eigentlich nicht sagen, weil das für mich heute ein besonderer Tag ist. Genau deswegen. Und daran wollte ich euch wie immer teilhaben lassen. Sag vielen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas von der IFA Garage mit seinem Coupé aus der IFA Garage. Ahoi.